Zania. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt was? Ich kenne da ein gutes Restaurant in Chichester. Lass uns deinen Sieg doch dort feiern. Ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Lecker Paul. Geiler Name, Lecker Paul. Ach, Hopp ist auch da. Oh, hey, GK Let's Play. Du hast dich ja schon in den nächsten Ort geschafft, was? Super. Du bist ja... da bist du ja. Wir haben bereits auf dich gewartet. Ich habe immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwertes und des Schildes herausgefunden. Moment mal, das... Ja, das ist ein Wandteppich, ne? Das gibt's doch nicht. So ein falsches Poster. Ein fünfter Wandteppich. Die beiden Helden sehen traurig aus. Und wo sind das Schwert und das Schild hin? Was hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Vielleicht endet so die Legende. Vielleicht wurden sie so versiegelt. Vielleicht endet sie so. Hm. Nachdem sie den Helden geholfen hatten, fielen sie als in einer Art tiefer Schlummer. Waren das Schwert und das Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung bei der antiken Stadt herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war das meine Vermutung. Könnte es sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder der Schild war? Hm, ich stehe gerade auf dem Stauch. Von welchem Pokémon redest du? The Kill Let's Play, du weißt doch, was ich meine, oder? Ja, damals im Schlummerwald. Ganz genau. Dieses Pokémon aus dem Nebel könnte doch eins der Pokémon aus der Legende sein, oder? Stimmt ja, ihr beiden wart ja im Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf diese Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat. Aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Kommt, lasst uns erstmal was essen. Aber ihr müsst mir haargenau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was sollt ihr euch bestellen? Steak! Will Steak. Hä? Alles klar. Als nächstes sollten wir Chichester genauer erkunden. Vor allem die Heroentherme würde ich gerne näher unter die Lupe nehmen. Ich finde es schade, dass man da nicht baden kann. Man ist doch in Therme, oder? Rein theoretisch kann man doch in der Therme baden gehen. Aber das haben sie hier ja total verpennt. Game Freak hat einiges verpennt in dem Spiel. Die Heroentherme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die Heroentherme eigentlich nur von Pokémon genutzt. Das macht mich stutzig. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben? Gebadet haben sollen übrigens. Ne? Das werde ich später näher untersuchen. Ihr beiden seid im Schlummerwald diese merkwürdigen Pokémon begegnet. Vielleicht wurde euch diese Ehre zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Also wenn wir zwei diese neue, wenn wir zwei die neuen Helden des Schwertes und des Schildes werden sollten, will ich aber der Held des Schildes sein. Ich hätte den Helden von damals zu gern bei ihrem großen Kampf zugesehen. Hey, Chicken Let's Play, lass uns doch einen epischen Kampf hinlegen. In Ordnung. Durch das leckere Curry, das Sanya uns spendiert hat, ist mein Kampfgeist neu erwacht. Ich stecke voller Energie, du wirst schon sehen. Ich verstehe zwar nicht ganz, was du da redest, aber zusehen werde ich euch trotzdem. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von Chicken Let's Play wieder fit. Es wird mal wieder Zeit, dass der zukünftige Champ seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Zukünftiger Champ. Er. Im Leben nicht.
Er schafft nicht mal den Orden. Also ich bin mir sicher, dass er den Orden irgendwann noch schafft, aber jetzt gerade aktuell halt nicht. Double Kick! Hast du super gemacht, Diablo! Als nicht mal eine Attacke stand. Was ich bei ihm so schlimm finde, ist, er labert so viel im Kampf. Er labert einfach so unglaublich viel. Oh, Liberlo, hol den Liberire, hol den Ronaldinho raus. Er hat auch so getrickst früher. Hä? Ja, da konnte es auch. Gab schon grandiose Fußballspieler früher. Gibt's heute immer noch. Aber ich sag mal so, man kann die Fußballspieler von früher nicht mit den heutigen vergleichen. Sie sind einfach. Ja, sie sind einfach besonders. Klasse, Relaxo geht durch Ding drauf, durch den Hagelsturm. Finde ich auch nicht schlecht. Kann ich natürlich mal schauen, wann sich Garantini entwickelt. Beide. 35 und 47. Okay, danke. Ja, die Körner, die sind. Nichts Schlimmeres als die Dinger. Nochmal Feuerball! Dutzen die Federn. Problemlos. Jetzt kommt sein Affe. Wobei ich habe auch einen. Nutze ich nämlich zur Pokémon-Jagd, ne? Weil mein Äffchen kann nämlich Druckschlag. Ja, so ist halt. Danke. Ihr habt beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Delion besiegen. Was steht als nächstes auf eurem Plan? Ich hab mich nur, noch ein bisschen näher mit dem Schlummerwald zu beschäftigen. Ich werde mich wieder an der Arena-Challenge mitfinden. Und sobald ich den Arena-Orden in der Tasche hab, geht's schnurstracks über Route 9 nach Spikeford. Auf geht's! Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Delion macht sich immer große Sorgen, wenn es Hop schlecht geht. Und du als sein Rivale willst sicher auch nur das Beste für ihn, stimmt's? Also, dann mach's gut. Ciao, Sadia. Gibt's hier eigentlich eine Boutique? Ja, gibt es.
Oh, endlich mal anständige Schuhe. Nee, ich denke mal, ich nehme die marienblauen Schuhe. Habe ich auch endlich mal eine neue Tasche, ne? Hatte ich bisher noch nie. Bisschen viel schwarz, würde ich mal sagen, oder? Weil es ist ja nicht alles schwarz. Was hast du gesagt? Alright. Mit dir. So. Auch so hart gibt. Greg Naruto. Oh, ich bekomme Sache. Ein Goldra. Das hat so. Auch schon. Also ich finde sie voll Spaß. Genau, Nitroladung im Fisch. Wobei, so schlecht war es gar nicht. Lol. Taucher. Oh, na, Tage, die ich schon irgendwie gesehen habe. Aber finde den Fehler, ne? Hier ist ja quasi Boden, ne? Das heißt, er ist in der Erde getaucht. So wie der Senior bei One Piece. Weiß gar nicht mehr, wie der Senior heißt. Aus der ich sage was. Außer Flamingo-Saga, passt. Also, ich wäre jetzt dann langsam bereit, ne? Also langsam, aber. Bereite ich dich vor? Wie bereite ich dich vor? Aber...
Ach so.